Herzlich willkommen zur vierten Folge des biblisch-theologischen Seminars zum Thema Israel, Gottes Instrument für das Heil der Welt. Ich möchte erinnern an die dritte Folge, wo ich über das dritte Stadium des Bundes gesprochen habe, über den Bund Gottes durch den David mit dem Volk Israel. Und in diesem Stadium, in diesem dritten Stadium, haben wir gesehen, wie sich im Laufe der Jahrhunderte durch prophetische Aussagen immer mehr Aussagen sich verdichtet haben auf das Kommen eines Messias. Und in diesen Aussagen ist geradezu ein Bild entstanden über das Kommen des Messias in seinem Wesen, für sein Wesen, für sein Werk und für alles, was entscheidend ist, um zu erkennen, welche Bedeutung dieser Messias haben wird, um auch zu erkennen, wer dieser Messias sein wird. Und nun alle diese Prophetien, die da entstanden sind, haben nun ihre Erfüllung gefunden in dem nächsten Stadium des Bundes, und das ist der neue Bund. Und dieser neue Bund, der wurde geschlossen in Jesus. Und da ist es ganz wichtig zu verstehen von Anfang an, dass das ein Bund ist, den Gott geschlossen hat mit Israel. Das möchte ich ganz besonders betonen. Es ist eine Fortsetzung der Bundesgeschichte. Der neue Bund, der ersetzt nicht den alten, sondern es ist eine Fortsetzung des alten Bundes. Es ist der neue Bund mit Israel, den Gott zuerst mit Israel geschlossen hat. Dann kommen auch in der späteren Folge die Nationen und die Völker mit hinein in dieses Geschehen. Aber zuerst, und das dürfen wir nie vergessen, ist es ein Bund, den Gott mit dem Volke Israel geschlossen hat in Jesus. Was für diesen neuen Bund interessant ist, ist, dass dieser Begriff neue Bund, das ist keine Erfindung des Neuen Testamentes, sondern der Begriff neuer Bund, der ist schon im Alten Testament beheimatet und kommt in Prophetien der alttestamentlichen Propheten sehr stark zum Ausdruck. Das erste Mal, wo Gott davon spricht, dass er einen neuen Bund mit Israel schließen wird, ist diese Stelle aus dem Buch des Propheten Jeremia, wo er im 31. Kapitel prophezeit: Siehe, es kommt die Zeit, spricht der Herr, da will ich mit dem Hause Israel und mit dem Hause Juda einen neuen Bund schließen. Und er fügt dann hinzu: Ich lege mein Gesetz in ihr Inneres und werde es auf ihr Herz schreiben. Nun, das sind ganz wichtige Formulierungen, die hier kommen, die zunächst einmal zwei Dinge deutlich machen. Das eine ist, es ist ein Bund mit Israel. Es heißt hier mit dem Hause Israel, das ist die Bezeichnung für das Nordreich Israel, und mit dem Hause Juda, das ist die Bezeichnung für das Südreich, mit Jerusalem als Hauptstadt. Und beides zusammen ergibt ganz Israel. Also der neue Bund in Jesus, der gilt ganz Israel. Und das Zweite, was hier schon angedeutet wird, ist, was der besondere Inhalt dieses neuen Bundes sein wird. Ich lege mein Gesetz in ihr Inneres, werde es auf ihr Herz schreiben. Das deutet an, dass das Wesen, das inhaltliche Wesen dieses neuen Bundes darin besteht, dass es durch diesen neuen Bund zu einer inneren Erneuerung des Menschen kommt. Das ist sozusagen das Hauptthema, eine innere Verwandlung des Menschen in die Richtung hin, dass er befähigt wird, nun auch tatsächlich die Tora Gottes, den guten Willen Gottes auszuführen, weil es dem Menschen so schwer fällt, das auch wirklich in dieser Weise zu vollführen. Und über diese innere Verwandlung spricht dann auch der Prophet Hesekiel. Er spricht über diesen neuen Bund in folgenden Worten. Er sagt: Und ich will reines Wasser über euch bringen, dass ihr rein werdet, und ich will euch ein neues Herz und einen neuen Geist in euch geben. Und hier in diesen wenigen Worten werden
die drei wesentlichen Kennzeichen und Elemente des neuen Bundes beschrieben. Das inhaltliche Wesen dieses neuen Bundes wird in drei Begriffen, die dann in Jesus zu einer letzten Erfüllung gekommen sind. Das eine ist, dass gesprochen wird von reinem Wasser, das heißt also eine Reinigung von Sünden, eine vollkommene Vergebung. Das zweite ist die Gabe eines neuen Herzens. Und das dritte ist die Gabe des Heiligen Geistes, des neuen Geistes. Nun, es ist wichtig, diese drei Kennzeichen ein wenig zu beschreiben, um auch zu sehen, wie sie dann in Jesus zur Erfüllung gekommen sind. Fangen wir an mit dieser ersten Verheißung, die mit dem neuen Bund verbunden ist. Das ist sozusagen die Gabe der vollkommenen Vergebung. Ich werde reines Wasser über euch gießen. Reines Wasser, das ist ein Bild für das Abwaschen von Sünden. Nun, im Alten Testament wird an allen Stellen, wo es um die Vergebung geht, sehr deutlich, dass dieses Abwaschen von Sünden geschieht, natürlich nicht mit äußerem Wasser, sondern dass das Abwaschen der Sünden immer geschieht mit Blut, durch Blutvergießen. Das ist der Grund, warum das Blut im Alten Testament so eine große Bedeutung hat, warum die Opfer von Tieren eine so große Bedeutung hat, warum es notwendig war, dass der Hohepriester zum Beispiel einmal im Jahr am Yom Kippur in das Allerheiligste der Stiftshütte oder des Tempels gegangen ist mit dem Opferblut von Tieren, um die Bundeslage zu besprengen mit dem Blut für die zur Sühne der Sünde. Das Blut spielt für die Vergebung von Sünden eine große Bedeutung und das hat Gott selber so angeordnet, denn schon in 3. Mose, in der Tora, im 17. Kapitel wird geschrieben, wo Gott sagt, denn im Blut ist das Leben. Und ich habe angeordnet, sagt Gott, dass es auf dem Altar dargebracht wird. Also das Blut soll auf dem Altar dargebracht werden, um euch von eurer Schuld zu befreien. Das Blut ist nicht zum Essen, sondern es gehört auf den Altar. Weil im Blut das Leben ist, darum werdet ihr durch das Blut mit mir, dem Herrn, versöhnt. Und nun wird natürlich auch im Neuen Testament das aufgegriffen. Wir kennen eine Stelle im Hebräerbrief, der das ja besonders auch beschreibt. Da heißt es, ohne Blutvergießen geschieht keine Vergebung. Und nun wird gerade im Neuen Testament ja klar ausgesprochen, dass das Blut von Tieren, das im Alten Testament geopfert wurde, auf Anordnung Gottes hin, dass natürlich das Blut der Tiere nicht die Kraft hat, die Sünden der Menschen zu vergeben und Sühne hervorzubringen. Das Blut der Tiere, das konnte nur die Sünde bedecken, sie konnte sie zudecken, durch das Blut konnte die Sünde aufbewahrt werden bis zu dem einen Opfer, durch dessen Blut dann die Sünde tatsächlich gesühnt und weggenommen wird. Und das ist ein Hinweis auf das Opferlamm Jesu. Jesus hat sein Leben hingegeben als ein freiwilliges Opferlamm, durch dessen Blut wir auch wirklich Versöhnung erlangen. In dem Blut Jesu ist die einzige Kraft zur Vergebung und zur Sühne. Aber im Alten Testament hat Gott es schon angeordnet, dass durch die Jahrhunderte hindurch Israel immer wieder in Erinnerung gerufen wird, die eigentliche Vergebung von Sünden geschieht durch Blut und das Opfern von Tieren und das Blut von Tieren war wie ein Abbild, das ständig hingewiesen hat. Es kommt der eine, es kommt der eine, es kommt das eine Opferlamm, durch dessen Blut dann auch tatsächlich die Sünde vergeben wird. Das ist das erste, das Kennzeichen ist dieses neuen Bundes, die vollkommene Versöhnung mit Gott und Vergebung der Sünden, das Abwaschen der Sünden, das ist geschehen und ist erfüllt worden in dem Opfer Jesu am Kreuz und durch das sein kostbares Blut, das er für uns vergossen hat. Nun, das zweite Kennzeichen ist das neue Herz. Ich will euch ein neues Herz geben, sagt der Prophet Jeremia, schon viele Jahrhunderte bevor Jesus gekommen ist. Und in Jesus hat sich das nun auch erfüllt.
Wir müssen uns daran erinnern, schon im Alten Testament wird das ja deutlich ausgesprochen, das eigentliche Problem des Menschen ist sein Herz. Und schon im 1. Mose, da heißt es, das Trachten des menschlichen Herzens ist böse von Jugend an. Also das Herz ist sozusagen gleichsam der Sitz der Sünde, des sündigen Menschen, und das Herz ist sozusagen das Problem, das dazu führt, dass der Mensch nicht wirklich in der Lage versetzt ist und die Kraft hat, auch den Willen Gottes so zu erfüllen, wie Gott das möchte. Und deswegen braucht es eine Verwandlung des Herzens. Und Gott bietet das an und sagt, ich werde einen neuen Bund mit euch schließen. Und in diesem neuen Bund werde ich ein neues Herz euch schenken, das euch dazu befähigt, dass ihr nun auch in meinen Geboten wandelt. Und deswegen sagt Gott in Jeremia 31, ich werde mein Gesetz, also meine Tora, in euer Herz direkt hineinschreiben. Und dadurch wird es verwandelt werden, sodass ihr fähig seid, die Tora zu erfüllen. Im Hesekiel heißt es dann, dass Gott sagt, ich werde das steinerne Herz, das verhärtete Herz, das sündige Herz, werde ich von euch nehmen und ich werde euch ein fleischernes Herz, also ein neues Herz geben, ein fleischernes Herz, das ganz weich ist, das verfügbar ist für mich, ein neues Herz, das euch befähigt wird, nun auch unter meiner Herrschaft zu leben. Und dann sagt das auch Mose schon als eine Ankündigung auf diesen neuen Bund hin, redet er von der Beschneidung des Herzens. Genau dasselbe Thema. Es kommt die Zeit, wo Gott das Herz des Volkes beschneiden wird und dazu bringen wird, dass es in der Lage ist, auch wirklich Gott treu zu sein. Und da lesen wir in 3. Mose 30, Vers 6, wo Mose sagt, und der Herr, dein Gott, wird dein Herz und das Herz deiner Nachkommen beschneiden, dass du den Herrn, deinen Gott, liebst von ganzem Herzen und von ganzer Seele, damit du lebst. Also er redet von einer Verwandlung des Herzens, die es dem Menschen ermöglicht, Gott wirklich von ganzem Herzen zu lieben und ihm zu dienen, mit ganzer Seele und mit ganzer Kraft. Nun, wenn man in das Neue Testament hineinsieht, dann merkt man, das ist genau dasselbe Thema. Auch der Apostel Paulus spricht von diesem alten Herzen und von diesem neuen Herzen, das verwandelt wird durch Jesus. Er redet in diesem Zusammenhang von einem alten Menschen und einem neuen Menschen. Der alte Mensch ist das alte Herz, das steinerne Herz. Der neue Mensch, das ist das neue Herz, das Gott hervorbringen möchte. Und er erklärt dann in wunderbarer Weise, dass er sagt, als Jesus am Kreuz gestorben ist, da ist unser alter Mensch mit ihm gekreuzigt worden. Da ist unser altes steinerne Herz mit ihm gekreuzigt worden und es ist besiegt worden. Und als Jesus auferstanden ist, da hat er uns mit einem neuen Herzen beschenkt. Da sind wir mit ihm auferstanden und wir bekommen Anteil durch Jesus an diesem neuen Herzen. Und alle, die sich an diesen Jesus wenden und die diesem Messias folgen, die bekommen Anteil an diesem neuen Herzen, das uns befähigt, sozusagen den Willen Gottes zu tun. Das ist sozusagen eine wunderbare Beschreibung dessen, was im Alten Testament schon über den neuen Bund gesagt wird, dass Gott ein neues Herz schenken möchte. Und das Dritte ist der neue Geist, das hier zum Ausdruck gebracht wird, dass Gott sagt, ich will einen neuen Geist in euch hineingeben. Das neue Herz und der neue Geist, das gehört zusammen. Denn der neue Geist, der kann in dem neuen Herzen, das Jesus schenkt, nun auch sein Werk in einer besonderen Weise tun. Und es ist schon in dem Buch des Propheten Joel, ist es schon angedeutet in einer sehr deutlichen Weise, dass eine Zeit kommen wird, wo Gott diesen neuen Geist ausgießen wird. Und da heißt es in Joel Kapitel 3, und danach wird es geschehen, also das ist am Ende der Zeit, das ist auch in Bezug auf das Kommen des Messias, dass ich meinen Geist, sagt der Herr, ausgießen werde über alles Fleisch. Und eure Söhne und eure Töchter werden weissagen, eure Greise werden Träume haben, eure jungen Männer werden Visionen sehen und selbst über die Knechte und über die Mägde
werde ich in jenen Tagen meinen Geist ausgießen, spricht der Herr. Das ist eine wunderbare Verheißung für den neuen Bund, den Gott schon im Alten Testament gegeben hat. Und das ist genau diese Stelle, die auch der Apostel Petrus zitiert hat, als dann nach der Himmelfahrt Jesu der Heilige Geist ausgegossen wurde zu Pfingsten. Und Jesus selber hat ja seinen Jüngern gesagt, wartet, bis ihr angetan werdet mit der Kraft aus der Höhe. Und dann 10 Tage später, dann kam Pfingsten und da wurde dann der Heilige Geist ausgegossen in Erfüllung dessen, was der Prophet Jeremia und auch der Hesekiel schon angekündigt hat. Ich werde meinen Geist ausgießen, ich werde euch in euer Herz geben. Und das Besondere an diesem, Geistausgießung ist eben, dass der Apostel Petrus eben diese Stelle aus Joel 3 zitiert. Seine erste Predigt zu Pfingsten, nachdem der Geist gefallen war, war, dass er gesagt hat, das, was jetzt geschehen ist, was ihr jetzt erlebt habt, das ist die Erfüllung einer Prophetie aus dem Buche des Propheten Joel und er zitiert diese Stelle. Und das zweite große, wichtige Merkmal dieser Geistausgießung ist, dass damit deutlich wird und auch Petrus ausspricht, dass nun diese Geisterfüllung und Geistausgießung nicht begrenzt ist auf einige wenige besonders gesalbte Personen, so wie das vorher gewesen ist in den vorigen Stadien des Bundes, auf Könige, die gesalbt werden oder auf Priester oder auf Propheten, die in besonderer Weise mit dem Geist Gottes begabt worden sind und dann auch zu speziellen Aufgaben berufen sind. Jetzt heißt es, dass der Heilige Geist ausgegossen wird über alles Fleisch. Und alles Fleisch heißt einfach, dass nun der Heilige Geist verfügbar ist für jedermann, der sich dafür öffnet. Nicht nur für ganz spezifische Leute, die eine besondere Aufgabe haben, sondern alle, die sich diesem Messias anschließen, die haben Zugang zu der Fülle des Geistes. Und da beschreibt ja dann auch Joel, es sind Mägde und es sind Knechte und es sind Greise und es sind Junge, und es sind Töchter und es sind Söhne. Also eine ganze Mischung aus der Völkerschaft und aus der Gesellschaft. Niemand ist da ausgeschlossen, der sich dafür öffnet. Und dieser Geist, der die Menschenherzen erfüllt, wird dieses neue Herz, das die Menschen durch den Messias Jesus bekommen haben, befähigen, dass sie nun Gott wirklich lieben von ganzem Herzen und anfangen, in den Geboten Gottes und nach dem Willen Gottes auch zu wandeln. Und dieser Heilige Geist ist es auch, der dann dieses menschliche Herz verwandeln wird. Ich habe schon gesagt, dass das Wesen dieses neuen Bundes in einer inneren Verwandlung des Menschen ist. Und das wird gerade durch den Heiligen Geist deutlich. Der Mensch wird verwandelt, das Herz des Menschen, das neue Herz, wird umgestaltet auf das Bild Jesu hin. Mehr und mehr dem Wesen Jesu angeglichen, sodass wir Botschafter dieses Jesus und dieses Messias werden können. Und das ist es ja, was dann der Apostel Paulus auch in einer sehr schönen Weise zum Ausdruck bringt, wenn er in 2. Korinther Kapitel 3, Vers 3 davon spricht, dass wir durch den Heiligen Geist zu einem Brief Christi werden. Umgestaltet. Und er sagt da, es ist ja offenbar, dass ihr ein Brief Christi seid, durch unseren Dienst ausgefertigt, geschrieben nicht mit Tinte, sondern mit dem Geist des lebendigen Gottes, nicht auf steinerne Tafeln. Das ist wieder der Hintergrund von Jeremia und von Hesekiel, sondern auf den fleischernen Tafeln des Herzens. Da nimmt er diese Prophetie aus dem Alten Testament auf. Da hinein, in dieses neue Herz, schreibt Gott etwas Neues durch seinen Heiligen Geist und er gestaltet uns um in das Wesen Jesu. Es ist so offensichtlich und offenbar, dass diese drei wichtigen Kennzeichen des neuen Bundes, dass die mit den drei wichtigsten Geschehnissen zur Zeit Jesu zusammen gesehen werden müssen. Das eine ist die
vollkommene Vergebung der Sünden, die mit der Kreuzigung Jesu in Erfüllung gegangen ist. Das Geschenk des neuen Herzens. Wir sind mit Jesus auferstanden und haben dadurch Anteil an dem neuen Leben. Das ist mit der Auferstehung Jesu in Erfüllung gegangen. Und er gibt uns einen neuen Geist. Das ist mit der Geistausgießung zu Pfingsten auch in Erfüllung gegangen. Und so sehen wir, dass alle diese Verheißungen sich letztlich erfüllt haben in Jesus. Dieser, und ich möchte das noch einmal ganz wichtig und ganz deutlich betonen, dieser neue Bund, den Gott geschlossen hat, ist ein Bund, den er mit Jesus, mit Israel geschlossen hat. Und deswegen ist Jesus auch als der Messias und als der König Israels gekommen. Gott hat seinen Sohn Jesus hineingebracht als Glied des Volkes Israel. Er hat ihn inkarniert, Fleisch werden lassen in das Volk Israel. Er ist Jude geworden. Und deswegen wird er auch bezeichnet als Sohn Abrahams und Davids. Wenn man das Neue Testament aufschlägt, das erste Kapitel vom Matthäus-Evangelium, mit dem beginnt ja das Neue Testament, da finden wir einen Stammbaum über Jesus. Und da wird deutlich, Jesus, er ist der Sohn Abrahams und er ist der Sohn Davids. Also es wird deutlich, hier wird etwas fortgesetzt, was im Alten Testament schon vorkam. Jesus ist nicht jemand ganz anderer, der für ganz andere Leute eine Bedeutung hat, sondern für Israel. Er ist gekommen für Israel, um den Bund, den Gott mit Abraham begonnen hat und mit David fortgesetzt und mit Mose fortgesetzt hat, in eine letzte Erfüllung bringen wird. Es heißt, als die Zeit erfüllt war, da sandte Gott seinen Sohn, geboren von einer Frau, von einer jüdischen Frau, und er wurde unter das Gesetz getan. Das heißt, er hat in der jüdischen Tradition gelebt. Sein ganzes Leben lang hat er die Tora nie aufgehoben. Er hat sich immer als Jude verstanden und hat auch innerhalb dieser jüdischen Gebote auch gelebt. Und er hat immer wieder gesagt, ich bin gesandt, sagt Jesus, zu den verlorenen Schafen, ja, des Hauses Israel. Und er ist aus Israel nie hinausgegangen, sondern er ist immer in Israel geblieben, um deutlich zu machen, meine Messianität besteht darin, eine Erfüllung zu bringen für das, was Gott dem Volke Israel für seine Bundesgeschichte zugesagt hat. Ich erfülle den neuen Bund, den Gott mit Israel geschlossen hat. Und er hat dann auch gerade in Kapitel 10 vom Johannesevangelium es ausgesprochen, dass er gesagt hat, ich bin der gute Hirte. Und der gute Hirte lässt sein Leben für die Schafe. Und wenn Jesus von Schafen spricht, dann meint er immer Israel. Denn das ist das Bild zwischen Gott und Israel. Es ist der gute Hirte und es sind die Schafe, das ist sein Volk. Und dass er die Schafe mit diesen Schafen Israel meint, das zeigt sich, dass Jesus dann im nächsten Vers dort in Johannes 10 dann sagt, ich habe auch noch andere Schafe, die sind nicht aus diesem Stall, nämlich dem jüdischen Stall, sondern andere, die werde ich auch noch herbeiführen. Da kommen die Nationen ins Spiel. Aber Jesus sagt, das Erste, wozu ich gekommen bin, ich bin gekommen zu den verlorenen Schafen des Hauses Israel. Und das ist ganz, ganz wichtig zu verstehen. Und deswegen müssen wir daran festhalten, der neue Bund in Jesus, der ist ein Teil der Bundesgeschichte mit Israel. Das ist nicht ein neues Haus, das Jesus jetzt gründet, sondern es ist eine Fortsetzung des einen Hauses, des einen Bundes, und er führt den alten Bund in eine neue Phase hinein, deswegen neuer Bund oder zweiter Bund, und es ist eine Geschichte, die sich in Israel, eine innerjüdische Geschichte, und deswegen sind auch die ersten, die sich nun diesem Messias angeschlossen haben, das waren ausschließlich Juden, ausschließlich Leute aus dem Volke
Israel. Die Erstlingsschar des neuen Bundes waren diejenigen Juden, die Jesus nachgefolgt sind. Und diese Juden, die Jesus nachgefolgt sind und in diesen neuen Bund sozusagen eingetreten sind mit Israel, die haben nie ihre jüdische Identität aufgegeben. Sie haben sich selbstverständlich weiterhin als Juden verstanden. Sie haben nicht gedacht, sie gehören jetzt nicht mehr zum Volke Israel. Nein, denn dieser Bund in Jesus war ja mit Israel geschlossen. Und sie waren eben die Ersten, die diesen Bund nun auch wirklich in Anspruch genommen haben und für sich zum Leben erweckt haben. Und deswegen haben diese Judenchristen auch ihre jüdische Identität behalten. Aber was nun geschehen ist, ist Folgendes. Durch diesen Bund, den Jesus mit Israel geschlossen hat, kam nun eine Unterscheidung innerhalb Israels zustande, nämlich in einen Teil von Juden und Angehörigen des Volkes, die Jesus als ihren Messias angenommen haben, und in einen anderen Teil, die den Messias, Jesus als Messias abgelehnt haben, weil sie ihn nicht erkennen konnten, weil da eben eine Decke über ihnen war. Und Paulus war es, der diese Unterscheidung sehr deutlich zum Ausdruck gebracht hat. Und er hat das mit zwei Begriffen benannt. Er hat gesagt, das eine ist das Israel nach dem Fleisch und das andere ist das Israel nach der Verheißung. Beides ist Israel. Beides ist Israel und bleibt Israel und bleibt Bundesvolk. Nur die einen, die als Nachkommen Abrahams, auf eine biologische Weise Nachkommen Abrahams, sind diejenigen, die jetzt Jesus als ihren Messias noch nicht anerkannt haben, aber trotzdem Teil des Bundes bleiben, den Gott mit Abraham auf ewig mit seinem Volk geschlossen hat. Und der andere Teil, das die Minderheit war, das waren nun diejenigen Juden, die Jesus als ihren Messias anerkannt haben. Sie blieben Juden, sie werden das Israel nach der Verheißung, weil sie die Verheißung des neuen Bundes in Anspruch genommen haben. Und Paulus bezeichnet sie als die Kinder Abrahams. Sie sind auch Nachkommen Abrahams, aber zugleich Kinder Abrahams, weil sie durch ihren Glauben an den Messias Israels Jesus nun auch in diesen neuen Bund eingetreten sind. Und dadurch haben sie nun auch die Segnungen des neuen Bundes schon in Anspruch nehmen dürfen. Die Segnungen des Bundes, das ist die vollkommene Vergebung der Sünden. Das ist das Geschenk des neuen Herzens. Das ist die Erfüllung mit dem Heiligen Geist. Das alles haben sie schon in Anspruch genommen, weil sie selber eingetreten sind durch ihre Nachfolge dieses Messias, der Jesus heißt. Aber die Mehrheit des Volkes Israel ist zu dieser Zeit damals, blieb unter dieser Decke, von der ich jetzt schon mehrmals geschrieben habe. Eine Decke, die ja begonnen hat mit einer Prophezeiung, die der Prophet Jesaja dem Volke Israel gegeben hat, wo Gott ihm gesagt hat, sprich zu dem Volk, dass die Augen und die Ohren dieses Volkes verschließen werde, dass sie sehen, aber nicht erkennen, dass sie hören, aber nicht wahrnehmen, das, was ich ihnen sagen möchte. Das war wie ein Gericht. Das ist das Israel nach dem Fleisch. Aber die Tatsache, dass die Mehrheit des Volkes Israel immer noch unter dieser Decke ist, heißt nicht, dass dieses Volk, weil es Jesus als Messias nicht erkennen konnte und nicht erkannt hat, dass es deswegen verstoßen wäre. Verstoßen heißt, dass Gott es aus dem Bund hinausgeworfen hätte, dass Gott seinen Bund mit diesem Teil des Volkes gekündigt hätte und nur mit dem anderen Teil seinen Bund fortgesetzt hätte. Und Paulus verteidigt das auch sehr stark, diese Haltung, indem er in Römer 11 auch schreibt, so frage ich nun, hat denn Gott sein Volk verstoßen, nämlich deswegen, weil die Mehrheit Israels Jesus abgelehnt hat als Messias. Und er ruft es mit lauter Stimme, niemals hat Gott sein Volk verstoßen, obwohl es die Mehrheit des Volkes Jesus nicht erkannt hat. Sie bleiben im Bund, nur sie sind noch nicht eingetreten in diese neue Phase des Bundes, die Jesus sozusagen mit Israel geschlossen hat. Und das fügt, da ergänzt nun der Apostel Paulus noch etwas hinzu, auch in Römer 11, wo er nun sagt, diese Decke Israels, er nennt sie auch Verstockung, aber es ist dasselbe wie die Decke der Blindheit und Taubheit, die ist eigentlich nur einem Teil Israels widerfahren,
Und das heißt, dass nicht ganz Israel unter dieser Decke war. Es blieb immer ein Überrest übrig, über den ich auch schon gesprochen habe, über einen Überrest, dem Gott die Augen geöffnet hat. Das waren zu dieser Zeit, als Jesus gekommen ist, die Apostel und die erste Gemeinde, die judenchristliche messianische Gemeinde. Das waren diejenigen, die der Überrest waren, denen Gott die Augen geöffnet hat. Über den anderen blieb diese Decke. Aber Paulus sagt auch, dass es ihm offenbart worden ist, dass diese Decke temporär ist. Das heißt, sie hat ein Ende. Es kommt die Zeit, wo Gott diese Decke abnehmen wird von ganz Israel, und das ist in Römer 11, wo er in den letzten Versen oder einer der letzten Verse dann das beschreibt und sagt, ich will euch, liebe Brüder, da schreibt er den Christen in Rom, dieses Geheimnis nicht verhehlen, nicht unbekannt lassen. Verstockung ist einem Teil Israels widerfahren. Verstockung ist ein Begriff für diese Blindheit und Taubheit. So lange, also da ist ein so lange bis, die Fülle der Heiden zum Heil gelangt ist, und so wird ganz Israel gerettet werden. Was der Apostel Paulus damit sagen möchte, ist eben, dass diese Decke nur für eine bestimmte Zeit über Israel liegt und dass das, was Gott dem Volke Israel schon bei Jeremia und bei Hesekiel angekündigt hat, ich werde einen neuen Bund mit euch als ganzes Haus Israel, als ganz Israel schließen, ich werde das zur Vollendung bringen. Auch wenn nur ein Teil Israels am Anfang Jesus erkannt hatte, wird die Zeit kommen, wo am Ende dann ganz Israel erkennen wird, dass Jesus der Messias ist. Und das wird dann die Erfüllung sein. Wenn Jesus wiederkommt, und wie es in Zacharia heißt, wenn sie dann erkennen werden, in den sie gestochen haben, dann werden ihnen die Augen geöffnet und dann wird ganz Israel hineinkommen. Das wird die Erfüllung, die letzte Erfüllung des Bundes sein mit Israel, und es wird die letzte Erfüllung sein auch dessen, was Gott zum Heil für die ganze Welt tun wird. Also Israel kommt in seine letzte Erfüllung und der Bund Gottes kommt in seine letzte Erfüllung. Und hier in diesem Wort ist nun die Rede von den Nationen. Hier kommen die Nationen ins Spiel, über die ich bis jetzt noch nicht gesprochen habe, aber die Nationen werden ganz wichtig, denn das Heil, das Gott in Jesus dem Volke Israel zugesagt hat, gilt natürlich auch den Nationen. Und deswegen möchte ich beim nächsten Teil, bei der nächsten Folge, dann sprechen, wie sich dieser Bund, den Gott mit Jesus, mit Israel geschlossen hat, ausweitet auf alle Völker.